Technikbau sagt Hallo zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch, wie ihr euren Android-Fernseher mit einem kleinen Trick viermal schneller machen könnt. Wie das geht, das erfahrt ihr jetzt. Wir haben hier einen Android-Fernseher und dieser ist, ja, wie soll ich sagen, wie ihr seht, relativ träge von den Funktionen her. Wenn ich eine Anwendung starten will, dann geht das doch sehr träge. Ich möchte, dass das Ganze viel schneller funktioniert und das ist möglich. Dabei ist es unabhängig, welchen Android-Fernseher ihr habt, es funktioniert mit jedem Hersteller. Als erstes müssen wir hier zu den Einstellungen gehen, auf dieses Zahnrad hier oben. Und wenn ihr hier seid, dann sucht ihr euch hier folgenden Punkt aus. Geräteeinstellungen runterscrollen. Und wenn ihr hier auf Geräteeinstellungen seid, dann als nächstes folgenden Punkt auf Info. Runterscrollen. Auf Bild. Und jetzt so lange drücken OK-Taste, bis ihr ein Entwickler seid. Und dann kommt die Meldung, du bist jetzt ein Entwickler. In meinem Fall habe ich das schon vorher erledigt. Dann klicken wir zurück und klicken nun auf folgenden Punkt. Nun Entwickleroptionen rein und hier runterscrollen, bis hier dieser Punkt jetzt kommt. Das ist dieser hier, GPU-Rendering erzwingen. Das aktivieren wir. Der nächste Punkt, HW-Overlays deaktivieren, das aktivieren wir genauso. Und als letztes Hintergrund Prozesslimit und hier stellen wir ein höchstens 4 Prozesse. Schauen wir uns jetzt im Vergleich das Ganze jetzt an, nachdem wir das auch umgestellt haben. Und ich glaube, hier kann man schon einen Unterschied sehen, dass das wesentlich schneller ist, dass der Fernseher jetzt viel schneller reagiert als vorher, was wir nicht hatten. Das heißt, ich kann hier meine Apps wirklich sehr, sehr schnell öffnen. Das probieren wir aus. Also ihr merkt hier den Unterschied, wie schnell das Ganze jetzt läuft. Und das Ganze in nur 2 Minuten mit diesem kleinen Trick. Also das ist wirklich ein super Trick. Solltet ihr Fragen dazu haben, verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikbau sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.